Hallihallo Leute und ja, zurück beim zweiten Part von The White Chamber. Wir stecken hier ein bisschen fest, da es einen zweiten Part gibt, ist es kein Bug, sondern ich habe bei der Aufnahme vom letzten Mal einfach nachgeschaut, wo ich reingekommen bin, und das war hier. Nämlich hier war ein großes Tor, ein Loch in der Wand, und das ist jetzt einfach zu. Das heißt, ich muss irgendwas machen. Ich kriege auch keine Interaktion oder so. Das heißt, ich werde wohl die Duschsteuerung benutzen müssen, obwohl die nicht geht. Es reagiert nicht. Warte. Vielleicht. Ich kann das nicht kombinieren. Schade. Hätte ja sein können. Es reagiert nicht. Ja, super. Ich kann das nicht. Das geht auch nicht. Den Arm will ich gar nicht erst benutzen. Den Spiegel. Ich kann das nicht. Kann ich den Spiegel wieder zurücksetzen? Vielleicht war es das. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch was klicken kann. Den habe ich ja mitgenommen. Und die Decke? Wieso komme ich jetzt da nicht raus? Hier ist ja nichts anderes, oder? Ich meine... Vielleicht ist da wirklich... Warte, so, ich wollte... Nee, da kann ich nicht anschauen. Alter, nee! Der Weltraum? Was zum Henker? Wo ist der Strand hin? Alter, und jetzt ist die Tür wieder offen? Alter, was ist los hier? Ich werde jetzt die Tür nicht nochmal öffnen, oder doch? Ich möchte da nicht noch einmal raus. Okay, ich hab's fast überlebt. Ja, dann vielleicht geht jetzt auf einmal dieser Knopf. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es reagiert nicht. Na gut. Ich meine, was ist was? Aber ja, seltsame, abnormale Dinge sollten ja immer geschehen. Soll ich mal die Tür benutzen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mitte ist immer schlecht. So, was zum Teufel ist das hier? Boah, die Geräusche. Ich muss erzählen, es ist gerade 3 Uhr morgens. Das Spiel ist jetzt nicht gruselig oder so, aber... rostiger und blutbeschmierter Laborinstrumente. Mitnehmen. Sie sind an der Arbeitsplatte festgerostet. Ich bezweifle aber eh, dass sie mir in dem Zustand nützlich wären. Ach, sie sind mit dem Blut festgerostet. Ja, dann ist scheiße. Ein Sucher? Ich kenne das Gerät. Das ist ein Protoanalysegerät aus der Zentradi-Serie 7777. Ja, die 7777 nimmst du mit. Ich brauche irgendeinen Objektträger. Du hast eine Kiste. Ich kann das nicht kombinieren. Ein Objektträger. Die Decke? Ich kann das nicht. Den linken Arm? Ich kann das nicht. Schade. Boah, die Geräusche. Projektor, Videorekorder, Lautsprecher, hier ist ja alles drin. Sonst ist hier aber nichts, da will ich jetzt noch gar nicht rein. Den Aufzug will ich auch noch nicht benutzen. Schau ich mal den Projektor an. Das sieht aus wie ein alter Projektor. Ich glaube, er ist an den alten Videorekorder angeschlossen. Einzeln kann ich den nicht sinnvoll verwenden. Ich sollte mir den Videorekorder mal ansehen. Na schön, dann mach das. Zuerst die Lautsprecher. Das ist ein Lautsprecher. Ich erinnere mich, als Kind hatte ich auch welche. Die hat als Kind Lautsprecher? Damit kann ich nicht allzu viel tun. Schön, das ist genau der gleiche Projektor, das ist auch der gleiche da. Sieht aus wie ein antikes Gerät, mit dem man Videokassetten abspielen kann. Wahrscheinlich muss ich eine Videokassette finden. Ohne eine Videokassette ist das Gerät nutzlos. Ja, habe ich doch gedacht. Warte, stand da Axt? Oh, da steckt eine Axt im Aufzug. Ich dachte, es wäre ein Hebel. Irgendjemand hat eine Axt in die Aufzugssteuerung geschlagen. Das war ich gestern. Ich war wütend. Habe ich es mitgenommen? Ja. Ich frage mich, wo der hinführt. Der geht eh nicht mehr. Verdammt, der ist kaputt. Sieht so aus, als wäre die Steuerung zerstört. Ja, wenn die Axt drin steckt, dann ist klar. Sie ist zugeschweißt. Darum komme ich nicht durch. Schön. Ich meine, jetzt wirklich schön, denn... Ah, hier ist noch eine Tafel. Kacke. Ich wollte endlich hier weggehen. Da sind ein paar eigentümliche Kreidestriche auf der Tafel. Ein paar? Das ist nur einer, oder? Die hier oben vielleicht? Keine Ahnung. Ich möchte die Kreidestriche nicht wegwischen. Ich glaube, die haben etwas zu bedeuten. Echt? Warte. Hier ist nur ein Strich, also was willst du? Habe ich irgendwas vielleicht oben? Kann ich vielleicht... Warte. Dose drauf? Ich kann das nicht. Nee. Gut, dann wieder nach unten. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen.
Jetzt war ich überall schon. Wieder nach unten. Vielleicht kann ich jetzt was kombinieren, das gescheit ist. Ansonsten finde ich. Alter, was? Das war vorher noch schön. Und jetzt? Alter, ich kann nichts anderes tun, als darauf zugehen. Ich habe eine Axt. Warte, nee, vielleicht. Vielleicht sollte ich die noch gar nicht benutzen. Oh, Kacke. Au. War wohl nicht so eine gute Idee. Hä? Was zur Hölle ist gerade passiert? War das überhaupt real? Was macht dieser Ort mit mir? Hä, was? Mein Inventar ist noch da. Und auf einmal ist eine Notiz und eine weitere CD da. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Notiz. Ich kann das nicht kommen. Ich will sie nur lesen. Anscheinend geht das auch nicht. Und die zweite CD mitnehmen und raus hier. Ich werde jetzt nicht nochmal nachschauen, aber ja. Der Ort verändert sich anscheinend, wie es will. So, dann werfe ich mal die zweite Diskette rein. Video CD 2. Könnte klappen. Officer Wiles wird vermisst. Professor Erickson hat mich gestern Morgen geweckt für ein Treffen, um die Angelegenheit zu besprechen. Dr. Goodwin sagt, er habe noch bis spät in die Nacht gearbeitet. Als er merkte, dass der medizinische Laser nicht funktioniert, hat er angefangen, nach Wiles zu suchen. Dieser Ort ist recht klein, darum war auch schnell klar, dass Wiles nirgendwo zu finden ist. Er hat dann den Kommandanten geweckt und die beiden haben die ganze Nacht die Station durchsucht, ohne Erfolg. Sogar die Rettungskapsel ist immer noch angedockt. Ohne eine Antwort auf dieses Rätsel steht hier jeder kurz vor dem Zusammenbruch. Sogar ich fange schon an, mich so paranoid und angespannt zu fühlen wie die anderen. Die Frage ist einfach nur, wer hier als Erster ausrastet unter dem Druck. Ich bitte Sie wirklich eindringlich, ein neues Team herzuschicken. Wenn die Leute nicht von diesem Ort wegkommen, wird alles nur noch schlimmer. Niemand traut mehr irgendwem. Mir gegenüber sind Sie besonders misstrauisch, da ich der Neuankömmling bin. Sogar Sarah, ich meine Professor Erickson, ist immer vorsichtiger, wenn sie mit mir spricht. Sie hat immer mehr Zeit in dieser White Chamber verbracht. Ich weiß zwar, dass das nicht sehr wissenschaftlich ist, aber wenn ich ihr in die Augen sehe, scheint sie irgendwie abwesend zu sein. Ich habe mich privat mit Dr. Goodwin unterhalten. Das war das erste Mal, seit ich hier angekommen bin, dass er vernünftig mit mir geredet hat. Obwohl das, was er sagte, wenig Sinn ergab. Er ist überzeugt, dass Wiles dem Artefakt, das sie da unten erforschen, zum Opfer fiel. Anscheinend wollte Wiles es loswerden. Seit meinem letzten Bericht habe ich mehrfach gehört, wie sie das Artefakt erwähnt haben. Ihre Meinungen zu dem Artefakt sind so verschieden wie gegensätzlich. Das alles beunruhigt mich. Ich bitte Sie noch einmal eindringlich, so schnell wie möglich eine Ablösemannschaft herzuschicken. Aha, anscheinend ein Artefakt, das da unten verkrochen ist. Soll ich da nochmal rein und warten auf das nächste Monster? Ich habe ein bisschen Schiss, dass da gleich nochmal... Okay. Gott sei Dank. Ich habe sonst nichts Großartiges bekommen, nee. Gut, dann nach ganz unten. Hoffentlich ist jetzt niemand mehr da. Jetzt ist wieder sauber. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß aber auch nicht. So, das habe ich ja alles schon gemacht. Da war die Blutprobe mit dem Arm. Da komme ich jetzt bestimmt rein. Ich habe ja einen Arm aus dem Schrank gesammelt. Und die Keycard habe ich ja auch schon. Kann ich die eigentlich zusammen kombinieren? Ist die Frage. Die Keycard und den Arm. Ich kann das nicht kombinieren. Nicht? Dann hier der Scanner. Karte rein. Es funktioniert nicht. Anscheinend ist diese Karte nicht mit einer autorisierten DNA-Probe kodiert. Daher habe ich einen Arm. Das passt nicht in den Scanner. Hä? Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dieses Gitter zu öffnen, ist der Scanner. Ja, und jetzt? Was ist das genau? Ist ja nur ein Scanner. Was heißt denn hier DNA-Probe? Es funktioniert nicht. Anscheinend ist diese Karte nicht mit einer autorisierten DNA-Probe kodiert. Kodiert? Dann vielleicht umgekehrt? Ich kann das nicht kombinieren. Warte, ich habe daneben geklickt. Ich kann das nicht kombinieren. Ich verstehe es gerade nicht. Was meint sie mit DNA-Probe? Gewalt geht immer. Das passt nicht in den Scanner. Aber in die Tür. Ich glaube. Kacke. Das passt nicht. Ja, dann ist es auch vorbei. Vielleicht ein Spiegel von Scanner halt auch nicht.
Ich dachte ja, das wär's jetzt mit dem Arm, aber anscheinend. Oder vielleicht fehle ich einfach nur, und es wäre wirklich so. So, was war nochmal da hinten eigentlich? Das war doch dieser elektrische Raum-Dingens, genau. Und jetzt läuft dieser Computer. Der linke und der rechte. Und da hinten ist jetzt natürlich auch dieses seltsame ein Sequencer und ein Panel. Anschauen. Das ist die Steuerung für die Notfallreinigung des Tankes. Ja, dann benutzen. Der Tank ist jetzt leer. Ihn nochmal zu reinigen macht keinen... Ah, einen leeren Tank. Das ist ein DNA-Kodierer. Damit werden DNA-Daten auf ID-Karten programmiert. Aha, das ist es. Ohne eine saubere DNA-Probe kann das Gerät nicht arbeiten. Da habe ich eine saubere DNA-Probe. Ich kann das nicht kombinieren. Was? Ich kann das nicht kombinieren. Ist das zu unsauber oder wie? Vielleicht so? Anscheinend funktioniert das nicht, wenn ich nicht zuerst eine saubere DNA-Probe einführe. Wie kriege ich die DNA-Probe da raus? Ich kann das nicht kombinieren. Nee. Hätte ja sein können. Ich kann das nicht. Papier? Ich kann das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, klar, ist vielleicht nicht so sauber. Das wird wahrscheinlich auch sein. Vielleicht muss ich da. Analysiergerät. Aha! Das ist irgendeine Form. Probe, die analysiert, deaktiviere menschliche DNA im Gerät. Warte. Ich kann das nicht. Was steht da? Deaktiviere menschliche DNA im Gerät. Da ist irgendein Fach. Da ist eine Warnung, dass es gefährlich sein könnte. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, daran herumzuwursteln. Ich wurstel dich ja nur. Ich schlag einfach sie einen Draht. Sie ist zu groß, um sie in das Fach zu bekommen. Ich brauche irgendein kleineres Schneidwerkzeug. Ein kleineres Schneidewerkzeug? Habe ich gar nicht. Oder noch nicht eher. Vielleicht das Glas? Ich kann das nicht. Nee. Gut, dann halt nicht. Dann raus nochmal. Kann ich nichts tun? Oder kann ich sein? Nee, mit von Hand ziehen wäre nicht gewesen, weil es stand ja schon Schneidewerkzeug. Dann wird es wohl der Computer sein, der hier dran glauben muss. Das ist ein Kommunikationscomputer. Ah, die Kommunikationssysteme sind aber nicht online. Da steht etwas von Roboter Software. Benutzen. Robotersteuerung, bitte Farbcode-Sequenz eingeben. Was? Ja, weiß ich noch nicht. Und hier? Dies scheint nur irgendein Werbemüll für irgendein Konzert zu sein. Okay, Werbemüll. Diese Nachricht fragt nach Informationen bezüglich eines vermissten Schiffes. Laut dieser Nachricht gibt es irgendwo eine Notiz, mit der man die Roboter-Software freischalten kann. Aha, hab ich. Anscheinend hat jemand versucht, einen Hilferuf zu senden, aber er wurde nicht übermittelt. Schön. Ja, dann war's das. Ich habe aber hier die Notiz. Ich kann das nicht Doch, kannst du. Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ah, so geht das. Das ist eine Notiz, die ich gefunden habe. Da steht, Linden werden gesellig, graben bleibende Rosenbeete. Das ist sonderbar. Ich frage mich, was das bedeuten soll. What? Linden werden gesellig. Linden, grün, Baum, gesellig. Was ist die Farbe von gesellig? Was ist eine gesellige Farbe? Gelb? Nee. Weiß, blau, rot, lila? Was stand da noch? Das ist eine Notiz, die ich gefunden habe. Da steht, Linden werden gesellig, graben bleibende Rosenbeete? Das ist sonderbar. Ich frage mich, was das bedeuten soll. Graben? Was ist ein Graben? Welche Farbe hat ein Graben? Blau und Gelb gibt Grün. Braun wird so vielleicht. Es könnte Braun geben und dann roten Rosenbeete wäre das. Das ergibt keinen Sinn.
Kann ich das vielleicht anders? Ich könnte daraus einen schönen Papierflieger falten. Aber ich glaube, ich brauche sie später noch. Boah, ich kann hier alles anschauen und benutzen, oder wie? Ich sollte vorsichtig sein. Ich könnte mich damit verletzen. Fühlt sich weich und flauschig an. Aber sie riecht. Er sieht glatt aus. Ich möchte nicht riskieren, ihn zu beschmutzen. Er ist ein wenig weich. Alter, dieses Arm. Ein menschlicher Arm. Ja, finde ich auch. Ich kann sie nicht öffnen. Ich frage mich, was darin ist. Ich würde es ja trinken, aber die Dose riecht ein wenig nach totem Fisch. Hier ist kein Feuer, deshalb möchte ich den nicht verpulvern. Ohne einen DNA-Sequenzer kann ich damit nicht viel anfangen. Ja, kacke, da bin ich ja dabei. Oh Mann, oh Mann. Dazu brauche ich als erstes das Analysiergerät. Dazu muss ich den Draht durchschneiden, der unten ist. Dazu brauche ich ein kleines Messer. Ach, vielleicht kann ich das doch mit dem Arm? Ich glaube nicht, aber ich versuch's. Das ist eine Warnung. Schön. Ich brauche irgendetwas Schärferes, um den durchzuschneiden. Ich dachte, du bist so scharf hier. Mann, Mann, Mann. So, an der Kante, Papierkante, kannst du dich vielleicht... Ich kann das nicht. Ich kann das... Nee. Ach, Mann. Ich kann das nicht kombinieren. Kacke. Gut, geht noch nicht. Hier ist auch nichts anderes. Den Panel kann ich noch nicht benutzen, weil da kein Wasser drin ist. Ja, schön. Den Sequenzer kann ich aber auch noch nicht benutzen, weil ich keine saubere DNA-Probe habe, die ich hier analysieren muss. Und dazu brauche ich ein Schneidewerkzeug. Mal sehen, wo ich das kriege. Habe ich bestimmt irgendwo übersehen. Ein Schneidewerkzeug. Hier drin vielleicht? Habe ich da was übersehen? Hier komme ich noch nicht rein. Wahrscheinlich ist es wieder ganz was anderes da hinten. Oder auch nicht. Ein Schneider. Hier ist doch ein Schneider. Nimm doch sowas mit hier. Oder? Nee. Ist alles nichts. Schrank. Wenn ich jetzt den solchen nochmal öffnen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es wird nichts viel anderes drin sein als vorhin. Genau. Nebenbei war ja nur der Arm drin. Also wenn jetzt ein zweiter Arm drin liegt, dann... Nee. Der Raum wurde automatisch abgeriegelt wegen Feuer. Gut, dann Feuer. Ich kann das. Kacke. Oh Mann, wo geht's denn hier weiter? Ich lehne mich. Rutsch mal ein bisschen zurück mit dem Stuhl. Soll ich die Tür nochmal öffnen? Nee, wartet. Es reagiert nicht. Doch, es reagiert. Ich kann das nicht. Kacke. Ja, sonst habe ich hier nichts. Hier ist auch nichts Neues dazugekommen. Ich glaube wirklich nicht, dass... Eine gute Idee? Ach, schade. Ich hätte es jetzt eine gute Idee gefunden. Aber wenn du sagst, dann halt nicht. Ach, kacke, noch Jom, dann weiß ich nicht mehr weiter. Werkzeuge. Das muss doch gehen hier. Sie sind an der Arbeitsplatte festgerostet. In diesem Zustand. Ich habe kein Öl oder so, ich habe aber Getränk. Ich kann das nicht kombinieren. Doch. War nicht so, dass Kohlensäure, also Cola jetzt, sieht aus wie Cola, Rost entfernt? Ich dachte es zumindest mal. Also ich habe es nur mal gehört. Vom Rost entfernen. Scheiße. Ja, das ist... Wer klopft denn hier so blöd an die Decke hier? Lass mich mal in Ruhe. Warte, die Tür ist zugeschweißt. Das bringt nichts. Das ist eine sehr dicke Tür, die zusätzlich noch zugeschweißt wurde. Ich habe nichts anderes, oder? Nee. Der Sucher. Ich brauche irgendeinen Objektträger. Objektträger? Datenträger? Ich kann das nicht... Ein Objektträger? Ich dachte, die Decke würde kommen...
super funktionieren. Was machen die hier für Macken? Ach, Kacke. Und hier ist nirgends was, was ich... Ein Schneidewerkzeug brauche ich. Ich möchte die Kreide... Ich kann das nicht kombinieren. Muss doch irgendein Trick dahinter stehen. Ich kann das nicht... Oh Mann, ist hier gar nichts? Projektor. Und der Aufzug wird auch noch nicht gehen. Was mache ich jetzt? Scheiße. Wahrscheinlich ist es so auffällig und ich sehe es einfach nicht. Ich nehme auch schon viel zu lange auf. Sind ja schon wieder 21 Minuten hier. So, ich würde sagen, beim nächsten Part kommen wir auch nicht weiter. Nee, vielleicht kommen wir weiter, ich hoffe es zumindest. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.